So, gehen wir mal in 6 Stunden 38 spielen wir das jetzt schon, okay. Gewinne 1000 Kämpfe mit allen Völkern. Oh Gott, das finde ich doof. Aber wir haben über Errungenschaften haben wir auch schon mal gesprochen. Generell finde ich das gar nicht so verkehrt. Und ich finde sowas auch auf den Konsolen, fand ich auch sowas auf den Konsolen immer sehr cool. Aber ich habe das Gefühl, hier bei Steam, so diese Errungenschaften sind manchmal jenseits von Gut und Böse. Also, wenn ich absichtlich irgendwo was Doofes machen muss oder sowas, dann bin ich da nicht für. Ich habe da sonst kein Problem mit. Sonst habe ich da kein Problem mit, aber für doofe Sachen, für solche doofen Sachen bin ich nicht zu haben. Ich bin vielleicht für doofe Sachen zu haben, aber für solche doofen Sachen bin ich nicht zu haben. Okay, ich überlege gerade, wir waren eigentlich hier doch durch, ne? Hier den Lukas haben wir gehauen, Mandeln haben wir gekauft, Tauschgeschäfte haben wir alle durchgeführt. Was haben wir denn noch im Inventar? Gibt es viele Völker inzwischen? Weiß ich gar nicht. Öfelter, einen wunderschönen Sonntag mit dir. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. 30 oder mehr, oha. Oh, wie soll das denn gehen? Entschuldigung, aber wie soll das denn gehen? So sehe ich das jedenfalls bei. Wie viele unserer Leute, die auch eher ländlich wohnen, musst du dort ganz anders denken als in der Großstadt. Du kannst dich so schnell mit den Nachbarn. Echt? Aber da rede. Also ganz ehrlich, da wo ich aufgewachsen bin, ich bin ja auch auf dem Land aufgewachsen. Und da wurde weniger, glaube ich. Also es kann sein, vielleicht an damals, als es noch eine Kneipe bei uns auf dem Dorf gegeben hat, vielleicht an den Stammtischen oder sowas. Aber ich weiß nicht, wie viel da überhaupt drüber erzählt wurde und ob man den Nachbarn unbedingt erzählt hat, dass wir das und das, dass man das und das wählt oder so. Ich weiß nicht. Eigentlich redet man da viel zu wenig wahrscheinlich drüber. So mit der. Wir haben immer noch die Spitzhacke. Ist das unser Flugzeugticket? Das sind unsere Aufnahmen, unsere Sprachaufnahmen am Beverly. Ja, genau. Dann haben wir die Pfeife, mit der wir Krähen anrufen können. Hallo? Nein, also rufen können. Dann haben wir den Pterodon-Gummifischtier. Gummistiefel. Vitamintabletten sind das, glaube ich, gewesen. Die Bleitrophäe, wo ich ja dachte, dass wir da dieses grünlich schimmernde, dass wir da vielleicht das da reinpacken können. Zwei Mülleimerdeckel. Nee, warte mal. Hä? Ah, das sind die Glühwürmchen. Das sind die Glühwürmchen. Jetzt haben wir hier das Musikinstrument nach dem Konzert letzte Woche. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, was wir machen. Doch, warte mal, eins davon konnten wir, glaube ich, schon. Können wir das vielleicht schon einbauen? Wir gehen mal eben zu. Oder auf unser Zimmer. Vielleicht können wir das schon einbauen. Gehen wir mal gucken. Ich weiß nicht. Also ich bin eher so erzogen worden, kann man so sagen, dass man da nicht drüber spricht. Ich weiß, ich kann da nicht mal sagen, warum. Vielleicht, um keine solche Konflikte hervorzurufen, ich weiß es nicht. Das können wir uns nur angucken. Irgendwo konnten wir doch schon was einbauen. Hat er nicht gesagt, dass wir mit dem Akkordeon irgendwas machen können? Können Sie das natürlich nur angucken? Oder muss ich alles haben? Ich muss anscheinend alles haben. Hat er nicht gesagt, dass wir das Akkordeon benutzen können? Wie ist die Lage? Geht so. Okay, ich überlege mir was, ja. Okay, ich überlege mir was. Gerade in Bayern, Nordrhein-Westfalen, die denken da ganz anders. Ich weiß nicht, ob das inzwischen immer noch so ist. Ich hoffe einfach, dass sich was ändern wird. Weil, nicht so. Und im Keller war da noch irgendwas? Nee, ne? Da war nur die Brauanlage. Das Essen wollte er, glaube ich, nicht mehr weiter kommentieren. Wir haben aber die Ich kann Glühwürmchen. kaum etwas sehen. Ich gehe Leuchtet mir den Weg, Freunde. ja, aber ich glaube, da unten ist nichts mehr, ne?
Oh, diese Treppe ist immer noch eine Katastrophe. Wer hat die bloß gebaut? Wahrscheinlich hat er zu viel von seinem Gebräu getrunken und dann die Treppe gebaut. Und das Gebräu haben wir ja dem Musiker gegeben und daraufhin hat das Konzert angefangen, ne? Trüberbräu-Pilzbier. Trüberbräu-Pilzbier. Ist das sonst irgendwas? Nee, das können wir noch nicht mehr anklicken. Okay, schade. Ja, das war's, glaube ich. Das Brief war bei uns immer schön vor Ort gewählt. Ich mache seit etlichen Jahren Briefwahl. Ich kriege meine Aufforderung und beantrage Briefwahl. Und das hat auch bis jetzt alles mal gut geklappt. Ist ja auch praktisch für die, wenn keiner miteinander redet, kann man noch effektiver die angebliche Meinung vorgeben in den Medien und die Leute glauben es dann eher. Ich glaube, dass sich die Politik jetzt gerade ganz gewaltig überschätzt. Ich glaube, dass die viele Menschen, Wähler, für dumm halten oder für naiv halten oder für uninformiert halten. Und ich glaube, dass die Politik gerade ganz gewaltig die Wähler unterschätzt. Weil ich kann nur noch mal auf die Hallo für die Leute, die Trüberbruck eventuell auf YouTube sehen sollten. Ich kann einfach nur noch mal sagen, von der Rede gestern her muss dieser Mensch die Leute, die Wähler, einfach nur für wahnsinnig dumm halten. Und ich glaube, die Menschen denken sich momentan nur, warte du mal ab. Also ich hoffe da ganz stark drauf. Weil bei dem Kram, der da gestern bei rumkam, das ist Verdummung. Das ist Verdummung, Verhohnepiepelung, um nicht sogar zu sagen, noch was Schlimmeres. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht über Politik äußern, aber das war wirklich... Also wer dann noch sagt, ja, okay, das klingt doch alles gut. Man muss sich natürlich nicht nur die Berichterstattung angucken, sondern man sollte sich die ganze Rede angucken. Und dann erfährt man eine Menge über diese Partei. Entweder oder. Ja, das stimmt. Das ist das Problem. Es gibt innerhalb der Parteien bei den Demokraten, bei den Republikanern gibt es natürlich... die Gemäßigteren und die Konservativeren und die auch für unterschiedliche Sachen stehen, da muss man sich eben halt dafür entscheiden. Ja, ich weiß, das ist auch nicht gerade besser. Weil ich sage mal so, wer immer noch nicht weiß, was er wählen soll, und da kann ich nur einfach wiederholen, die AfD ist unwählbar. Alles, was rechts ist, was Nazis ist, nein, sorry, geht gar nicht. Und für mich ist die CDU auch unwählbar. Und ansonsten wollen wir da gar nicht weiter drüber diskutieren und ich will auch da keinen verurteilen, ne? Fühlt euch nicht angegriffen, alles gut. Es gibt aber genügend Parteien bei uns, die man wählen kann. Man kann sich damit auseinandersetzen. Es gibt, ist glaube ich noch nicht freigeschaltet in diesem Jahr, den Wahl-O-Maten. Und es gibt glaube ich auch noch ein paar andere Seiten. Da kann man sich informieren, welche Partei wofür steht. Man kann, es ist alles frei, man kann die Wahlprogramme lesen. Von daher, wobei ich einfach sagen muss, großen Parteien auf Stimmenfang gehen. Ja, das ist Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Das würde den Parteien trotzdem zeigen, also selbst wenn du dich für eine kleine Partei, die für was Bestimmtes steht, wählst, würde sie trotzdem zeigen, in welche Richtung das geht. Ne? Und selbst das ist ein Signal. Das Einzige, was man tun sollte, ist auf jeden Fall wählen gehen. Das ist das, was ich immer wieder gerne dann betone, wenn sowas ist. Geht bitte wählen und geht bitte, also macht eure Wahl nicht ungültig. Auf keinen Fall. Sucht euch vorher die Partei aus, die für euch steht oder das kleinste Übel ist. Sagen wir es mal so, selbst wenn es Pest oder Cholera ist, sucht euch das kleinere Übel auf, aber geht bitte, bitte wählen. Sagt nicht, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Dann sucht euch die Partei, die ihr wählen könnt. Sagt bitte nicht, es bringt eh nichts. Doch, weil wenn ihr nicht wählt, Entschuldigung, aber das ist echt eine Herzenssache bei mir, dann wählen andere für euch, verdammt nochmal. Dann entscheiden andere für euch die Wahl. Es geht mir nicht darum, dass ihr hinterher da nicht meckern könnt oder sowas. Das tun wahrscheinlich sowieso alle Menschen. Sondern es geht einfach darum,
dass andere für euch diese Wahl entscheiden. Und das ist dieses Mal noch wichtiger als sonst schon immer. Also seitdem ich wählen darf, habe ich nie eine Wahl ausgelassen. Kann ich wirklich für mich sagen, weil ich das sehr, sehr wichtig, als sehr, sehr wichtig erachte, das zu tun. Dafür haben wir die Demokratie. Auch wenn viele Menschen was anderes behaupten, aber wir sind eine Demokratie, wir können wählen, wir dürfen wählen. Und ich kann auch einfach nur sagen, geht bitte wählen. Alles gerechte Straßen und Fußwege, okay. Ja, es sollte, die Stimme sollte nicht verloren gehen und man sollte eben halt auch nichts aus Jux oder sowas wählen, sondern schon etwas, was auch den großen Parteien zeigt, oh warte mal, die Partei hat so und so viele Stimmen gekriegt, das muss einen Grund haben, was ist das für eine Partei, sich damit auseinanderzusetzen, aber dieses Jahr ist es noch umso wichtiger. Wirklich. Ja, also es besteht wirklich, für mich gibt es keine Ausrede dafür, nicht wählen zu gehen. Sorry. Also dafür gibt es Briefwahl, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht, gerade jetzt in der momentanen Zeit ist eine Briefwahl vollkommen legitim, wenn du denn nicht selber zur Wahl gehen willst, ne, wegen Ansteckung, wegen Corona eben halt. Oder aus anderen Gründen, wenn man vielleicht das zeitlich doch nicht schafft oder nicht möchte, weil man nicht unter die Leute gehen möchte, kann ich auch verstehen. Ne? Geht mir auch oft so. Es gibt genügend Gründe, aber wie gesagt, dann kann man Briefwahl machen und du kannst trotzdem wählen. Und das wird wirklich wunderbar erklärt, wie du das zu machen hast. Und du kannst vor allem deine Stimme jetzt schon abgeben, wenn du Briefwahl beantragst. Du musst nicht erst warten bis Ende September, sondern du kannst jetzt schon deine Stimme abgeben. Ja, ich habe meine Post schon bekommen und der Brief geht morgen raus. Also noch nicht zum Wählen, sondern ich habe meine Benachrichtigung gekriegt, dass ich wählen kann, darf. Es ist freiwillig, aber bitte, ich kann nur sagen, macht es, wenn ihr wählen dürft. Und eines meiner Lieblingszitate, denke selbst, sonst tun es andere für dich. Genau, immer selber mündig bleiben. Man kann sich informieren, man kann... sollte immer gegenlesen. Und wie gesagt, man kann sich auch, wenn man bei einer Partei nicht hundertprozentig weiß, wofür sie steht, lest euch das Wahlprogramm durch. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es bei einigen Parteien dieses Jahr gemacht. Habe bei einigen im Kopf drüber geschüttelt. Das war fürchterlich. Und ich bin nicht mit allem von gewissen Parteien einverstanden. Aber es gibt so gewisse Sachen, die muss man dann machen. Und naja. So, wir haben ein Akkordeon und er will das nicht einbauen. Warum will er das nicht einbauen? Was ist hier los? Hans, was ist los? Die Dinger können wir... Haben wir nicht die eine? Verschlossen. Aber wir haben doch die eine... Genau, das war als im letzten Stream, am Ende des Streams, als wir plötzlich den Wintereinbruch hatten und diese eine Frau da war, die übrigens auch auf der Festivität da gewesen ist. Da waren ja alle plötzlich da. Ist das eine Einbildung von uns gewesen? Hat es gar nicht stattgefunden oder sowas? Weil jetzt ist ja keiner mehr da. Wir haben im März schon gewählt und haben noch immer keine Regierung. Und wie die jetzt handeln, denke ich, dass es eine Weile dauern kann. Oha, das bremst aber auch ganz schön aus. Ihr habt... Das habe ich noch. Das tut mir leid. Eigentlich müsste man das als Nachbarland auch wissen, sich darüber informieren. Das ist für mich tatsächlich ein bisschen untergegangen. Also das mit den Neuwahlen, ja, natürlich, ne, wegen Misstrauen und keine Ahnung was. Aber das ist natürlich doof, ne? Ich habe dann auch ein bisschen Sorge. Erstmal habe ich ganz große Sorge, dass die CDU wieder gewählt werden könnte, dass sie trotzdem immer noch die meisten Stimmen bekommt. Und dann geht es nämlich um die Koalition. Und Koalitionen können wahnsinnig ausbremsen und dann gehen die Verhandlungen los und so weiter und so fort. Und das können wir uns momentan eigentlich gar nicht leisten, davon mal abgesehen. So, wir haben immer noch die hier. Das ist die Anstalt, ne? Dann haben wir... Das ist vorne der Anleger. Das ist das Moor. Ich gehe nochmal ins Moor.
Für jeden, der wählt, hängt Lissi eine Minute mehr an ihren Streams. Okay. Ja, das ist ja witzig. Da müsste ich ja erstmal so viele Leute hier haben, die sagen, ich gehe wählen. Oder machst du dann mehrere Accounts und sagst dann, ja, also hier ist Hans-Jürgen, ich gehe wählen. Ja, hier ist der Peter, ich gehe auch wählen. Hier ist der Martin, ich gehe auch wählen. Wir freuen uns auch schon auf einen 24-Stunden-Stream. Oh, das ist sehr, sehr schwierig für mich umzusetzen. Wie soll ich das denn machen? Und 24 Stunden ist schon ziemlich hart. Also 24 Stunden. Da haben wir das Leuchten. Aber da, mehr können wir da auch nicht mit machen. Ne? Wir haben dann einmal... Irgendwas schimmert grünlich. Ja, aber wir können auch damit nicht interagieren. Ich habe ja echt gedacht, dass wir... Ich dachte, hier wäre so der Meteorit und wir könnten ihn mit dem Pokal einsammeln, weil der ist ja, das ist ja ein Bleipokal, wobei der ja oben offen ist. Also ergibt das auch keinen Sinn. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Mit denen können wir immer noch nicht interagieren. Da haben wir aber die Frau das letzte Mal gesehen, die anscheinend was damit zu tun hat. Warte. Ich gehe da nochmal hin. Obwohl, ich glaube, da können wir auch nichts mehr machen. Vor allen Dingen 24 Stunden. Wer hält das denn aus, mir 24 Stunden zuzuschauen? Also, wenn wir... Da müsste ich mir ein Ziel setzen ab meinem Büro. Da müsste ich so fies sein und sagen... Was, wenn jemand zum Rechnen nimmt? So und so viel... Was hat er denn jetzt aufgenommen? Was war das? Was hast du damit... Was hast du in die Tasche gesteckt? Gar nichts. Er hat gar nichts in die Tasche gesteckt. Er hat so getan, als wenn er was aufgehoben hätte. Okay. Da müsste ich so fies sein und müsste sagen, wenn wir 100 oder 200 Subscriber hier haben, dann können wir darüber nochmal nachdenken. Dann lohnt sich das. Er hat nichts aufgenommen. Hier hat er ja vorher die Pilze eingesammelt. Okay, ich glaube, hier können wir gar nichts machen. Geht. Achso. Wieder zurück. Oder warte. Nee, hier ist nichts mehr. Nein. Alles klar. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Können wir was mit dem... Ja, du kannst gerne ein bisschen schneller gehen, ne? Mit dem Theropoden können wir auch nichts anfangen, ne? Mit dem Skelett. Haben wir alles schon gemacht. Wir haben da unsere Aufzeichnung schon zugemacht und wir haben auch die Krähen einmal hergerufen. Aber es fehlt anscheinend noch irgendetwas. Als ob das hier zustande kommen würde, aber sie macht sich schon berechtigt Gedanken darüber. Wow, das ist aber jetzt nicht nett. Wir müssen die 24 Stunden zuschauen, das ist der Vorteil von Zuschauern sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn ich dann hier so hänge, so... Oh, was? Ja. Oh Gott. Und dann solche Spiele wie Far Cry oder sowas. Da müsste man aber praktisch jede Stunde ein anderes Spiel anfangen zu spielen, weil sonst würde ich, glaube ich, irgendwann vom Stuhl fallen. Ahoi. Ahoi. Mann. Pass auf, wir gehen nochmal zum Baum. Ich muss irgendwas übersehen haben. Hier können wir auch die Krähen herrufen. Die Aufnahme dazu habe ich schon gemacht. Das können wir uns nur angucken. Das ist uninteressant und es ist auch egal, was wir pfeifen. Aber können wir hier noch irgendwie weiter? Nee. 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 Nee, leider nicht. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Oh ja. Hab gerade geschaut, wie teuer 100 Geschenkabos sind. Also keine Gefahr für mich. Um Gottes Willen. Das, dafür sind wir... Entschuldigung, das ist, wir sind einfach eine zu kleine Gemeinde, als dass sowas jemals stattfinden würde. Und das ist auch gut so. Das belassen wir mal schön dabei. So ist es auch immer intimer mit uns, ne? Also von daher alles prima, keine Gefahr. Und solange ich unpopuläre oder aus der Mode gekommene Spiele, ist das auch okay. Oder Spiele, die schon 100 Mal von anderen gespielt wurden. 24 Stunden Solitär, ja.
Oh, Solitär habe ich früher mal gerne gespielt. Das war früher auch immer Standard, ne, auf Windows. Das gibt's aber gar nicht mehr. Das muss man sich jetzt immer als App runterladen und dann ist da Werbung dazwischen. Das ist voll blöd. Ja, wir haben alle Gebiete schon angesteuert. Wir waren schon überall. Oh Gott. Habe ich jetzt gekleckert? Oh ja, ich habe gekleckert. Habe ich ein Taschentuch? Wir haben schon alles angesteuert. Ich bin auch so ein Spezi, da ist gar nicht mehr viel drin und trotzdem habe ich da jetzt gekleckert. Moment. Meine schönen Untersetzer. Die guten Untersetzer. Gott sei Dank sind das keine gehäkelten Deckchen, ey. Nicht, dass ich wüsste, wie man häkelt. Außer vielleicht so eine lange Schlange am Stück. Aber ansonsten. So, jetzt aber. Jetzt bitte ohne Kleckern, danke. Wenigstens nicht auf die Tastatur. Ich gehe nochmal hier nach oben zu unserem neuen Freund. Was haben wir denn noch nicht gepfiffen? Wir haben die. Ich glaube, Ode an Klaus haben wir schon. Ode an Klaus. Die Ballade von Heinz und Trude. Ich glaube, wir haben die Trübe Räse und die Symphonie Nummer 5078 gepfiffen. Dann machen wir jetzt die Ode an Klaus. Nicht, dass Klaus jetzt ankommt, ne? Lissi kann auch zwischendurch Werbung schalten, dann sind die Stunden auch schnell rum. Gesendet hätte Lissi dann auch 24 Stunden, weil der Stream dann auch weiterläuft. Oder zwischendurch setze ich dann den Hund vor die Kamera oder sowas. Das wäre auch eine Idee. Du sagst das so. Ich kann tatsächlich, also das sind Werbepausen von einer Minute, die ich hier setzen könnte, ne? Aber ich habe sowieso schon gehört, dass für Follower das problematisch ist, wenn man Affiliate ist, weil dann ja Werbung vor dem Stream kommt, meistens jedenfalls. Und damit vergraut man, glaube ich, schon 2/3 der möglichen Zugucker. Habe ich hier irgendwas übersehen? Bestimmt habe ich hier irgendwas übersehen. Das Eichhörnchen nochmal. Können wir... Wie hieß der nochmal? Blödi oder sowas? Wahrscheinlich. Da ist nichts. Da wollte er nicht weiter... Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Das hast du schon selbst schon. Das hast du schon längst getan. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Auch nicht wichtig, ne? Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Dösi, okay. Aber nicht mehr. Klaus hatte ich auch schon, verdammt. Eines noch nicht. Naja, das, wo wir wahrscheinlich weiterkommen, das werde ich noch nicht haben. Ich gucke dann nochmal. So, was ich weiß, es gibt es keine festen Regeln für so einen langen Stream. Der muss doch nur durchlaufen, oder? Nee, du musst schon da sein. Ich meine, inzwischen ist es ja sogar schon erlaubt, auf Twitch zu... hier können wir nicht mehr ran. Zu schlafen. Gab es auch schon. Aber sowas würde ich niemals machen. Wow. Das ist eine Reaktion? Okay. Weil ich mir das vorstelle, ich finde das unangenehm. Weil im Schlaf machst du Schmatzgeräusche. Dann schnarchst du vielleicht mal. Im schlimmsten Falle entfleucht dir irgendetwas. Ne? Wegen Entspannung oder keine Ahnung was. Also bitte. Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen. Ja, ein Baumhaus hätte ich auch gerne gehabt. Finde ich schon schön. Wenn man so einen schönen Baum dafür hat. Oh Mann! Wir können ja sonst mal rausgehen und dann kann ich die anderen Lieder nochmal eben pfeifen. In einem Gebiet war ich noch nicht. Das machte mich aber... Nee, das geht nicht, okay. Hallo?
Danke. Warte mal. Das es gibt kein schlechtes Wetter. Das war neu. Es gibt nur falsche Kleidung. Dieser Redensart, Beverly, muss ich meine volle Zustimmung aussprechen. Ich befinde mich hoch oben auf dem Klumpen, der wohl höchsten Erhebung im umliegenden Mittelgebirge. Die Kleider, die ich am Leibe trage, lassen sich wohlwollend als mindestens unpassend für die vorherrschende Witterung beschreiben. Nach kurzer Wanderung habe ich die örtliche Wetterstation erreicht. Was er eigentlich sagen will, ihm ist arschkalt. Das will er eigentlich sagen. Ich hätte doch nur Angst, dass sie meine Passwörter, die kenne ich alle gar nicht auswendig. Aber in der Tat viele. Haha. Okay, das war vorher nicht da. Ist mir echt nicht aufgefallen. Ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen schwierig, dass dann so ganz plötzlich dann noch Zusatzinformationen hier auftauchen. Gucken wir uns erstmal alles an. In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Das Mikroklima, okay. Dann haben wir das hier. Dann den, da können wir nichts zu sagen. Zu der Schaufel? Nein. Dazu auch nicht. Die können wir nur ansprechen. Das machen wir gleich. Oh, das Knirschen von Schnee. Es sind allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Es ist ein Tank, höchstwahrscheinlich mit Helium gefüllt. Mhm, okay. Können wir da reingehen? Das sieht ja gemütlich aus. Aber er beschreibt es poetisch, das stimmt. Das ist eine schöne Art zu sagen, dass ihm arschkalt ist. Genau. So, die Schaufel. In den Griff sind irgendwelche Worte eingraviert. Nimm mich auf und wirf mich weg. Was? Warum? Nimm mich auf. Oh nein! Es ist die Schaufel im Schnee! Festgefroren. Nicht das Schwert im Stein! Sondern es ist die Schaufel im Schnee. Du bist nicht würdig, Hans. Du bist nicht würdig. Okay, das haben wir uns angeguckt, dann reden wir mal mit dir. Hallo? Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Tannhauser, sehr erfreut. Madonna Lübcke. Die Stimme kenne ich. Das ist auch eine ganz... Das ist... Ist das die Synchronstimme von, wie heißt die, Anna Kendrick? Entschuldigung, ich weiß nie, es tut mir mal leid, und das soll nicht abwertend klingen für die deutschen Synchronsprecher. Ich finde viele deutsche Synchronsprecher echt klasse. Ich weiß aber oftmals die Namen nicht, es tut mir leid. Okay, was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Tja, eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber heute Nachmittag schlag mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hä? Was? Flirtet sie mit uns? Also hat sie das auch mitbekommen? Das waren nicht nur wir, dass wir kurz dieses Schneephänomen hatten, aber es war ein bisschen merkwürdig, oder? Konnte ich eben nicht. Ich konnte keinen gelben Strahl drauf machen. Mehr Vitamine und dann mit einem ordentlichen Mittelstrahl ziehen. Aber dann nicht den gelben Schnee essen, genau. Was macht das Wetter so? Und? Was macht das Wetter so? Sehen Sie nur, das Wetter spielt völlig verrückt. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Wie war das noch? Wenn's im September donnern tut?
Wird das nächste Jahr nicht gut? Dann setze ich mir auf einen Hut. Folgt im März sogleich die Flut. Geht die Ernte bald kaputt. setze ich mir auf einen Hut. Nein, komm, geht die Ernte bald kaputt? Nee, warte mal, donnern im September. Setze ich mir auf einen Hut. Setze ich auf mir einen Hut. Das klingt bescheuert. Ich weiß. Okay, wie ist es mit Septemberwind? So glaub es mir. Vergrault das letzte Ungetier. Verkündet harten Winter dir. Er trägt sich gut bei einem Bier. Bringt dich zurück ins Jetzt und Hier. Komm, er trägt sich gut. Wir sind doof. Wir sind zwar ein Quantenphysiker, aber wir sind doof. Wir kennen uns halt nicht mit Meteorologie aus. Er trägt sich gut bei einem Bier. Nein, nein, nein. Sie raten ja auch nur in den blauen Dunst hinein. Verdammt. Okay, wie lange sind Sie schon hier draußen? Jetzt redet sie nicht mehr mit uns. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Jetzt redet sie wirklich nicht mehr mit uns? Okay. Wow. Ich muss weiter. Natürlich. Natürlich. Muss ich das Gespräch nochmal anfangen? Errungenschaft freigeschaltet. Heiter bis wolkig. Ich wusste es. Das gibt eine Errungenschaft. Das war eigentlich der Sinn dahinter. So unsinnig zu reden. Hallo? Guten Tag. Können wir das jetzt nochmal versuchen, anständig zu beenden? Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Das? Was macht das Wetter so? Blank. Ein richtig. Aber heute. Sie meinen, das ist. Ganz genau. Und ich habe keinen. Stimmt mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe. Sie tauen auf. Okay. Wie lange? Hier und drüber? Das Projekt. Okay, nee. Oh Mann. Verdammt. Ich muss weiter. Okay, jetzt habe ich Natürlich. Mir wahrscheinlich eine andere Möglichkeit verbaut. Na gut. Okay, das war der Wetterballon. Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Mhm, es war nur ein Wetterballon, alles klar.